Alba. Now you beat Bamberg again. How's the emotion? How's the feeling? You know, it's a good feeling. We beat some good teams. Now we just need consistency. Day in, day out, every game, you know, play with this kind of effort, play with this type of defense. Also ich glaube, ihr habt es verstanden. Das Wichtigste ist jetzt Konstanz, Konstanz, Konstanz. Und natürlich ist es ein riesiges Gefühl. Fragen wir auch gleich bei Assistant Coach Andreas Wagner nach. Andi, das letzte Mal saßen wir hier, da haben wir Alba bezwungen, diesmal Bamberg. Geht das Grinsen noch aus dem Gesicht? Naja, wie man sieht, gerade nicht. Nach so einem Spiel ist natürlich die Freude groß und wir sind alle stolz auf die Mannschaft, weil sie heute wieder ein tolles Spiel gemacht hat. Vor allem in der Verteidigung haben wir ein richtig gutes Spiel hingelegt und haben Bamberg eigentlich keine Chance gelassen. It's birthday time. Jared wird diese Woche 30. It's no problem. You're the youngest in this round. So it's gonna be a big party or just small because it's the 30th birthday. Nothing too big. We got a big game on Saturday. Probably take the team out for dinner and that's about it. Okay, also es gibt ein gemütliches Teamessen und das war's dann aber auch, weil schließlich ist am Samstag das nächste wichtige Spiel. Stellen. Stefan, bitte. The world's new hobby is the Harlem Shake. It's a new hobby for you as well. Yo, strange. I never heard about it until about a day or two until we did ours. And I don't know if everybody saw it, but you know, it's something fun. I saw you guys doing it today. You guys look great. I think it's something fun that brings everybody together. Jan Philipp, was möchtest du von Jared wissen? How did you come to basketball? I started playing basketball when I was really young, maybe 6. My mother was actually really good at basketball, and she's the one that taught me how to play. Oh, also da haben wir schon mal ein kleines Geheimnis gelüftet, nämlich die Frage von Jan Philipp, wie denn der Jared zum Basketball kam. Und die Antwort, er hat im Alter von 6 begonnen zu spielen und seine Mutter war die große Lehrerin, also die erste Trainerin sozusagen, denn die konnte es auch richtig gut. So, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Er sitzt immer so daneben und muss immer zuhören. Auch noch eine Frage an den Andreas Wagner. Wir haben ein relativ emotionales Trainerteam. Bist du so der ruhende Pol? Ich kann nur sagen, ich saß heute daneben und ich weiß, dass das nicht ist. Ja, ich bin es eigentlich auch nicht. Und wer mich von früher kennt, weiß, dass ich auch sehr emotional bin. Aber hier muss ja einer ein bisschen die Ruhe behalten ab und zu und alle wieder zurückholen von der Linie. Deswegen ist es natürlich schon immer schwierig, weil wir alle drei sehr emotional sind, den Sport einfach lieben und damit Vollgas vorangehen. Aber in unserem Trainer bin ich noch der Ruhigste. Gib mir ein H. Gib mir ein U. U. Gibt mir ein M. Gib mir ein M. M. Gibt mir ein B. Gib mir ein B. B. Gibt mir ein A. Gib mir ein A. A. Und das geht. Und das geht. Und das geht.